Nein, nach meinen, ne? Also, dem einfach Struktur verleihen. Hier ist noch eine von den schönen. Nochmal eine aus Buchseiten. So einer. Hallo und herzlich willkommen bei Dies und Das. Lasst euch entführen in meine Ideen- und Gedankenwelt. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, hinterlasst mir gerne ein Abo, ein Like und einen netten Kommentar. Ich danke euch für eure Unterstützung. Und nun viel Spaß! Hier, schönes glattes Papier in Rot. Hier mit Grün wieder. Ach Mann. Och Manno. Hier. Zack. Nochmal so einer. Einmal so. Mit Grunge. Grunge? Grunge. Ich weiß nicht, Grunge oder Grunge? Grunge? Ich habe hier gerade die Korrektur aus dem Off gekriegt, ne? Grunge. So einer. Einmal hier aus festen Karton. Boah, so schön sind die alle. Kinder, 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 ich kann euch sagen, es ist einfach nur toll, 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 toll. So. Ich weiß, ich mache gerade Firlefanz. Versuche die mal hier ein bisschen rauszuziehen. Ohne die ganz besonderen schon zu zeigen. Guck mal, der hier, wie interessant der ist. Und der fühlt sich so stoffig an. Was ist das denn für ein Papier? Das ist Papier, aber das fühlt sich stoffig an. Das ist ja mal was ganz Interessantes. Oh, sehr schön. Zu einer. Zu was? Zu einer. Ich schmeiß die jetzt einfach mal dahin. Ich muss ja jetzt nicht jeden einzelnen kommentieren hier, ne? So, schmeiß die hier alle auf den Haufen. Es sei denn, ist ein besonders schönes Exemplar, so wie dieser hier. Hier haben wir schon wieder so ein schönes Papier. So. Das fühlt sich auch wieder so stoffig an. Ja, cool. Krass. Krass. Einfach nur krass. So. Hopp. So. So einer. Und hier ist wieder so ein Filigraner, ne? Schön. Ja, ich beeile mich ja schon. Guck mal hier. Ich beeil mich. Da wieder dieses glatte Papier. Boah, es fühlt sich einfach so cool an. Hier, guckt mal. Wie schön ist der denn bitte? Das ist so ein, ja, ist so ein Stanzer, was irgendwo schon in dem Bogen wahrscheinlich war. Aber trotzdem ist ja nicht weniger schön. Ne? Hier so ein großer aus einer Buchseite. Hier so einer. Dann ganz viele kleine, ja, einen ganzen Haufen auf einmal. Und dann hier diese Filigran auch aus dem Spiegelkarton. Schön, ja? Nochmal in Grün. Da hat sich der Fühler verdreht, seht ihr? Das macht aber nichts. Das kann man ja beim Aufkleben richten. So.
Und dann hier nochmal, ne? So ein Häufchen. Der gehört da drüben hin. Hier nochmal welche. Und hier. Guck mal. Schön. Also Schmetterlinge und Blumen in einem, das ist immer schön. Schön, schön, schön. So. Und guck mal. Oh nein, was hast du denn da für ein Papier genommen mit Piepmätzchen? Oh. Was ist das denn bitte für ein schönes Papier? Und dann guckt euch den mal ja an. Hohoho. Cool. Hier ist noch ein großer. Ein grün. Nehmen. Dann hier. Hier nochmal diesen stoffigen. Dann Spiegelkarton. Schön, schön, schön. So. Hier haben sich Blumen verirrt. Die kommen dahin. Guck mal, so wie sich der Schmetterling zu den Blumen verirrt hat, so haben sich die Blumen zu den Schmetterlingen verirrt. Da. Ja, ja. Wir kommen langsam. Langsam hier voran. Dann so einer wieder. Eine Nummer größer als eben. So einer. So einer. Schön sind die. Die sind einfach nur schön. Und ich sage ja, manche kann man auch einfach leeren und dann sind sie noch ein Ticken hübscher. Als sie eh schon sind. Da. So. Moment. Upsa, jetzt ist mir ja was runtergefallen. Ist uncool, aber gut. Ich heb's gleich auf. So. Da. Ich musste euch diese Stanzteile einfach zeigen. Das ist Wahnsinn. Ich weiß ja nicht, liebe Tanja, ob du die alle schon zu Hause fertig gestanzt hattest oder ob du dich da echt hingesetzt hast und hast für mich gestanzt. Weil wenn das so ist, boah, dann alle Achtung. Alle Achtung, meinen tiefsten Respekt. Es sei denn, du hast eine Gemini oder die elektrische Biggie. So, ich hab's nicht. Also ich muss alles von Hand kurbeln. Und ich weiß, wenn man das ein paar Mal macht, also ein paar so Bögen stanzt, dass dir ordentlich der Arm wehtut, ne? Ja, gleich sind wir soweit. Dann kann ich euch die besonderen Exemplare zeigen. So, ich sag, die sind alle wunderschön. Ihr wisst das, ne? Ich liebe Schmetterlinge über alles. Das hier ist wohl kein Schmetterling. Das hier ist eher eine Motten. Ach, eine Mottenstanze, aber ist auch egal, ne? Sind trotzdem schön. Motten sind ja auch Schmetterlinge. Das sind halt die Nachtfalterchen. Das ist ganz dünnes Papier hier. Ja, ganz dünnes, feines Papier. So. Gleich bin ich soweit. Hier. So. Und hier haben wir halt noch kleine. Das sind diese. Passt mal auf. Die packe ich schon mal hier wieder ins Beutelchen. Ich vermische die hinterher sowieso wieder. Trotzdem wollte ich sie euch echt so zeigen. Und ich weiß jetzt schon, wenn meine Hände wieder mitspielen, werde ich eine Menge Journals machen müssen. Ja, ich muss das machen, weil ich so viel schönes Material habe und es gehört ganz viel davon einfach in Journals. So.
Jetzt hebe ich erstmal hier auf, was ich habe fallen lassen. Ich hier meinen Beutel, der große. Und jetzt zeige ich euch die anderen Schmetterlinge. Die passen gar nicht in meine Hand. So, das sind die. Und jetzt guckt euch die mal an. Die sind auch von irgendeinem Set. Man kommt auch drauf, wenn man gleich daran denkt, an die Rahmen und die Teile, die nachher noch kommen, dann ahnt man es, dass die aus einem Set waren. So, ne? So ist besser, ja. So. Schaut euch das mal an. Wie irre sind die bitte? Sind die cool oder sind die cool? Sagt, dass die cool sind. Ja. Ne? Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Hier und auch verschiedene Größen mal wieder. Wahnsinn sind die. Nee, das ist hier nochmal ein anderer als der, der da schon liegt. Ne? Seht ihr das? So. Ich fall vom Glauben. Einfach so schön. Das ist der halt wieder eine Nummer größer. Da. Ich schmeiß die jetzt wieder auf einen Haufen, ne? So, guckt mal. Toll, ne? Sind die schön oder sind die schön? Meine Güte, ich werde echt verrückt. Ich habe hier für mich alleine vor mich hingequietscht. Glaubt ihr das? Die müssen doch gezeigt werden, oder? Und da sieht ja auch keiner aus wie der andere. Also, ne? Das ist so, als ob ich jetzt Papier nehme und stanze mir die aus. Dann sieht ja auch nicht der eine aus wie der andere. Das Muster dann auch immer ein bisschen versetzt. Und das macht den Charme da richtig aus. Ne? Ja, das ist... Hammer, Hammer, Hammer. Ja. Das ist wirklich erst einer schöner wie der andere, ne? Huch. Ja. Leila. Altrosé. Und, ne, Türkis mit den rosé-pinken Blümchen drauf. Und auf dem Schmetterling sind nochmal Schmetterlinge. Guckt euch das mal an. So, so, so genial. Und die passen tatsächlich. Ich hatte ja gesagt, dass ich ein Soft-Vintage-Album oder Journal machen wollte und ja, da sind die, das sind die wie gemacht für, ne? Ja. Ne? Also das sind ganze Sets. Da waren die dabei. So ultra, ultra, ultra schön. Ich kann da nichts anderes mehr zu sagen. Ultra Schönheit, ne? So, das Blümchen packe ich hier auch gleich mal wieder rein. So, alles gut. So, und jetzt kommen wir zum letzten Tütchen. Das ist dieses. Das Beutel mal darüber. Im
Und da kommt ihr jetzt dann auch ganz leicht drauf, dass das wirklich Sets waren. Also hier Rahmen, ne? Denn diese Schmetterlinge und davon wahrscheinlich auch. Und so, das hier, das sind einfach diese Kreise. Die habe ich jetzt trotzdem auf diesen Streifen gelassen. Obwohl ich auch, ja, da lösen sie sich schon raus. So, dann sowas. Und ich kann tatsächlich mit sowas was anfangen. So, dann habe ich hier so Streifen. Dazu erzähle ich aber gleich etwas. Und jetzt dann noch so eins. Und hier hat sich ein Vogelhäuschen verirrt. Das kommt gleich damit bei. So, hier ein Vögelchen. Und jetzt guckt mal hier. Ja, da merken wir doch, dass die Schmetterlinge damit in einem Set waren. Ne? Aber nicht nur die Schmetterlinge. Also einmal das. Könnt ihr es gut sehen? Ja, ne? Ja. Da. Das ist blendet hier. Das ist ja... Ist ja nicht schön, ne? Also im Hintergrund. So, ist das jetzt ein bisschen besser? Ja, ne? So, nochmal hier. Ja, die Kamera nutzt ja wirklich jedes Licht aus, ne? Was sie kriegen kann. Und das betrifft, ist sie ja gut. Und so. Ja, hier jede Menge von diesen Zahlen. Hier fallen die Sachen schon raus. Es stört mich jetzt aber massiv hier, ne? Maschine steuern diesem. Ja. So. Ne? So. Natürlich nicht alle aus einem Set, das sind verschiedene Sets, klar. Grüße, dann guckt mal. Ja. Und das ist das, was ich gemeint habe, ne? Also Glitzer Bling Bling gehört für mich genauso zu Vintage dazu wie Blümchen und alte Ladies, Ladies von früher, so meinte ich das, oder ja, generell so, ne? Von früher halt. So. Ist das schön? Dann hier haben wir es eigentlich so ein Geschenkanhänger, aber wird natürlich nicht als Geschenkanhänger verwendet bei mir, ne? Das ist ja viel zu schön dafür. Und so. So was. Ich drehe es mal um. Ne? So was. Tja. Schön, schön, ne? Hier ist so was. Ja, hier ist wieder eine von den Zahlen. Ne? So ein Check. Jetzt hier, guckt mal. Mega schön, mega schön. I love it. Noch mal eine Zahl. Noch mal so ein Streifen, den. Ja. So war's. Ja, ein Herz. Aber nur ein Kreis. Jetzt so ein. So schön. Unser Ticket. So ein Check. Echt einmalig toll. Ja, hier einfach so ein Blümchen. So ein Check. Da. Ja.
Guckt euch das an, das ist doch unglaublich. Das gehört eigentlich hier zu den schwarzen Blümchenteilen, aber ich habe es hier beigepackt, weil ich genau weiß, also das werde ich auf jeden Fall im Bereich Vintage ja, einsortieren. Deswegen habe ich das hier alles auf einen Haufen gemacht. Die gehen auf jeden Fall in den Vintage-Bereich, ne? Das hier, ob nur jetzt ja, einfach nur auf alt gemacht oder hier Soft Vintage, das hier ist ja auch für Soft Vintage gedacht, ne? Das. Es sei denn, man benutzt Vintage Photo oder Grown Espresso oder einen anderen Braunton, dann kann man ja alles, ne? Klassisch Vintage gestalten. So, aber hier, diese Sachen eignen sich hervorragend fürs Soft Vintage. Außerdem wollte ich ja mal Soft Vintage machen, um zu zeigen, dass es nicht nur mit Braun geht, sondern auch mit anderen Farben. Die sind perfekt dafür und die kommen eigentlich auch wie gerufen, ne? Da sind nochmal Zahlen, jetzt in Größe auch. Ne, die sind in verschiedenen Größen. Die fallen mir hier auch ständig runter. Da. Ist das schön? Hier. Für meinen größten Schatz. So, da fallen sie wieder. Die Salen machen sich selbstständig. Da. Die Salen. Ja. So, dann nochmal sowas hier. Hm. Guck mal, wie hübsch das einfach ist. Ja, einmal alles Gute. Was haben wir hier? Have a wonderful day. Dann hier, guckt mal. Schübschi. Sehr hübsch. Sehr, sehr, sehr hübsch. Ne? Hier ein Vögelchen. Hier nochmal eine von diesen. Ja. Was haben wir denn hier? Well done. Hier. Die sind einfach nur schön, ne? So, und jetzt guck mal. Poh! Wie cool ist das denn? Ja gut, ich habe sie schon gesehen, aber ich finde es trotzdem mega. Hier diese Rose. Wenn ich es nie besser wüsste, wie ich sehe, das ist eine Baccarat oder so. So ein. Und hier. Huha! Champagner. Hier. Schön oder schön? Oder schön. So. Dann zeige ich euch jetzt die Karten hier noch. Ne? Die sind wie Postkarten. Ne? Das sind natürlich keine, aber so groß. Guck mal. Ach, wie schoni. Tja. So, dann diese hier. Und jetzt. Wartet. Also. Hier sind solche Karten. Aus diesen Karten kommen diese Streifen, die ich natürlich verwahren werde. Die drückt man da raus. Hm? Weil man die genauso gut dann verwenden kann wie solche Streifen. Ne? Jetzt zeige ich euch das mal eben. Oder auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich es will. Nö. Die lasse ich mal hier drin. So, das sehen nämlich so aus. Ihr seht dann gleich, wo die rausgemacht sind.
Die sind so schön, ne? Einfach nur schön. Schön. Was anderes kann ich gar nicht dazu sagen. Schön, mega schön. Ja? So, und hier sind die Streifen raus. So, ne? Man kann sie halt so benutzen, man kann sie aber auch so benutzen. Da habe ich mir echt schon was überlegt. Ich weiß nicht. Und wenn ich dann doch das zusammenhängt haben will, dann nehme ich den Streifen und setze ihn da einfach wieder rein, ne? So, einmal dieses hier noch. Das nehme ich jetzt auch die letzten von den Teilen und dann sind wir auch schon durch, ne? Hier, guckt euch das mal an. Oder hier. Die sind so schön, oder was sagt ihr? Hatte ich recht, dass ich die unbedingt zeigen musste? Ich würde sagen, ja, die mussten gezeigt werden. Und ich hoffe, mein Gott, schneide ich nicht? Ach, ich lasse drin. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an den Teilen wie ich und ja, ihr schaltet auch ein bei meinem nächsten, was immer ich auch mache. In diesem Sinne, Tschüssikowski!